Oh, hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute haben wir was ganz Spezielles vor, nämlich mal wieder was für meine French Klickwand, und zwar brauche ich einen Halter. Ja, natürlich nicht irgendeinen Halter. Also ich möchte meine Papierrolle befestigen, es ist aber nicht nur die Papierrolle. Das Ding soll ungefähr so aussehen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, genau. Also, das soll die Rolle sein, ja, also Zeichnen war noch nie meine Stärke. Rolle, dann habe ich hier einen Behälter, wo ich meine ganzen Lumpen, Putzlappen reinschmeißen kann. Und hier in der Mitte soll so ein Bereich für Schwämme sein. Dann möchte ich meine Box für Handschuhe hier unten befestigen. Und ja, hier unten so eine Art Auffangbehälter, dass das, was hier oben reinfällt, unten wieder rausrutschen kann. Ob das am Ende so aussehen wird oder anders, weiß ich noch nicht. Der Plan ist jedenfalls erstmal, sowas in der Richtung hier fertigzustellen. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Zuschnitt. Also ich habe die Grundplatte, die musste ich mir zusammenleimen, weil ich kein großes Stück mehr hatte und das war mir zu schade, es wegzuschmeißen. Und es ist eigentlich genau der richtige Rest für dieses, für dieses kleine Projekt. Das müsste jetzt eigentlich auch schon fest sein soweit. Liegt jetzt über eine halbe Stunde hier. Ich hoffe, das reicht. So, passt. Na komm schon. So. Ja, das ist doch nach dem Schleifen. Und wenn es fertig ist, sieht das eh keiner mehr, dass das eine geleimte Platte ist. Okay. Und selbst wenn, so what? Also hier will ich noch eine Schatulle bauen für meine Handschuhe. Hier kommen Lumpen rein und hier kommt die Auffangschale runter und hier kommen Schwämme hin. So habe ich alles an einem Ort und das kommt nachher da hinten auf die Wand. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich mache mich jetzt fertig, ich räume jetzt auf und dann geht's ab in die Spätschicht. So, Ladies. Oh, neuer Tag, neues Glück. Ich habe nochmal zwei Brettchen dazu geschnitten und eins verändert. Also eigentlich auch dazu getrunken. So, oh. Also einmal ein Deckel und einmal unten das Auffangbrettchen, was eigentlich eine Schale werden sollte, aber für so ein kleines Projekt jetzt eine Schale zu bauen, war mir dann doch ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein.
So ihr Lieben, da ist das gute Stück. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe noch ein paar kleine Veränderungen gemacht. Ich habe das Teil hier verlängert. Ich habe von außen noch zwei, ich sag mal, Wangen dran gemacht. Einfach um die Optik von meinem anderen Regal so ein bisschen aufzugreifen. Ich finde, das sieht auch ganz cool aus. Den Deckel oben, den wollte ich eigentlich mit einem Scharnier befestigen, aber ich habe leider keinen Scharnier mehr. Insofern ist das aber auch so gut. Ich habe ihn einfach nur oben drauf gelegt. Das passt eigentlich auch. Muss ja eh runtergenommen werden, wenn ich es befülle. Insofern, ja. Hier wird noch eine Schatulle gebaut für die Handschuhe. Und dann ist das Ding irgendwann mal komplett. Ich denke, das ist eine ganz coole Idee. Brauchst nicht immer in irgendeine Schublade ranrennen, wenn du irgendwas brauchst. Und die Idee, die habe ich geklaut. Ja, und ich sage euch auch, von wem ich die geklaut habe. Ich habe es allerdings etwas abgewandelt für meine Bedürfnisse. Und ich kann diesen Namen nicht genau aussprechen. Leider. Mehmet, verzeih mir, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber der Kanal, von dem ich geklaut habe, ist dieser hier. Ich glaube, den kennt ihr alle. Ich verlinke ihn auch oben rechts im Eck. Und vielleicht schaut er bei ihm mal vorbei. Danke dir, Mehmet, für diese geile Idee. Wie gesagt, sehr nützlich. Und ja, bin froh, dass ich das gebaut habe. Denn gerade für die Putzlumpen musste ich immer ständig an irgendeiner Schublade rumkramen. Aber das Einzige, ich wollte das Ding ja hier so bauchig machen. Das werde ich sicherlich auch irgendwann nochmal nachholen. Ich habe leider nicht das Richtige und auch nicht genug Plexiglas dafür da, um das zu machen. Denn mir passen hier zu wenig Putzlumpen rein. Denn so wie es jetzt ist, habe ich immer noch welche in der Schublade. Das war von Anfang an eigentlich anders geplant, aber ja, das Plexiglas hat mir eine Rechnung geschickt, genau. Hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber egal, das wird halt einfach irgendwann nachgeholt. Übrigens, ich hätte sonst auch ein ganzes Stück genommen. Ich habe nur kein ganzes gehabt, was komplett hier so reingepasst hat, ja. Also, ja, es ist ein bisschen improvisiert, aber am Ende bringt es den Nutzen, den es soll. Also insofern bin ich zufrieden damit. Ja, jetzt zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Eigentlich ist es eher ein Aufruf. Und zwar folgendes. Ich habe mir Holz bestellt. Ich habe nämlich vor, ein Badezimmermöbel zu bauen. Und das werde ich in Nussholz bauen. Vielleicht ist unter euch irgendjemand, der einen Abricht- und Dickenhobel hat und vielleicht eine Bandsäge, um mir dabei helfen möchte, diese Bretter aufzutrennen und auf ein Maß zu bringen. Wenn möglich natürlich irgendwo in Niedersachsen, am allerbesten wäre es natürlich noch im Raum Wolfsburg und in der Nähe natürlich. Wäre geil, wenn ihr mir da irgendwelche Tipps geben könntet oder mir helfen wollt, egal ob YouTuber, Instagrammer oder irgendjemand von euch halt. Wäre geil, wenn ich von euch höre. Insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschö, euer Sascha. So, ich denke, jetzt werde ich das Ding abbauen und lackieren. Ne?